So, Tag auch, der Ruhpottologe ist wieder unterwegs. Und zwar bin ich an meinem Connipsblütchen hier vorbeigekommen. Ihr wisst ja, ne? Die Connipsblütchen ist ja bei mir in der Rubrik Pottbude. Und ich habe der, wo ich hier, ne? Also ihr wisst ja, hier Honig-Whisky habe ich ja gekauft. Da ist er. Der stellt das her. Stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Gerd Zellhoff. Ich bin Hobby-Imker und mache also mit meinen Bienen. Machst alles, was mit Bienen zu tun hat. Und da kann man noch ein bisschen was sehen. Könnt ihr sehen. Ja, ne? Und wo ist dein Feld? Meine Feld Bienen stehen in Höntrop auf dem Kommunalfriedhof und in meinem Garten und in meinem Garten. Ah, okay. Genau wie beim Shahin Aydin, den ich ja, demnächst kommt der Podcast, ne? Da wisst ihr Bescheid, da habt ihr ja schon ein Foto gesehen. Ich werde jetzt hier, ich habe gerade gekriegt, Achtung, ups, jetzt hätte ich ja bald fallen lassen. Was ist das jetzt für ein Zeug? Das ist Brombeerlikör. Brombeerlikör. Und du hast da jetzt eine Flasche? Wilde Brombeeren. Wilde. Mhm. So, und was ist das hier noch mal gewesen? Das ist der Honiglikör. Ja. Und das andere ist Whiskylikör. Das war das, was ich zu Hause immer noch nicht geschlubbert habe, ne? So, ich sag mal Prost. Prost. Und auf dich, ne? Ja. Prost, Prost. Hm. Ich muss zwar noch fahren, aber ich glaube, das Tröpfchen reicht, ne? Das geht noch. Ist noch unter 0,8 auf jeden Fall. Ja. Ich habe vorher ein Eis gehabt, dann wird das doch schnell verrückt. Verkasse Matule, tuckelt, sag ich mal. Kann ich da wegschmeißen? Okay. Ich gehe jetzt mal hier so. Ich danke dir fürs kleine Interview. Jawohl. Ich komme auf dich nochmal gleich zurück. Jetzt gehe ich nochmal kurz gucken hier, denn die Conny hat hier ein neues Schild. Heimat ist dort, wo Connys Mütchen ist. Guck mal hier. Toll gemacht. Und dann gehen wir jetzt nochmal gucken hier, ob der vor Ort ist. Vor Ort. Hallo, ich bin der Ruhpottologe. Ich mache jetzt nur mal kurz Video. Oh, da war noch was drin. Scheiße. Ein Tropfen habe ich nicht runtergeschluckt. So, guck mal. Hallo. Hi. Die Mitarbeiterschaft. Jawohl, Anja und Patricia. Hallo. Und da gibt Kuchen. Jawohl. Donuts sehe ich gerade. Ja. Könnt ihr das sehen? So, und wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr hier, bis wann geht das? 22 Uhr längst. Bis 22 Uhr kriegen die Lohn, ne? Gibt da Zulage? Nein, das machen wir auch gerne. Ach so, ehrenamtlich. Ja, natürlich. Wir können ja mal gucken, wie das. Scheiße, wa? Ja, super. Das ist Stand-up hier, ne? Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, danke. Und jetzt fliegen wir eben zu Conny noch. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Entschuldigung. Da ist die Conny. Sag mal Tag. Hi. So, du hast ja hier das neue Trikot vom Wattenscheid, ne? Ja, ja, neu ist das ja mal nicht. Ja, jetzt aber neu an. Gewaschen. Ja, ja, naja. Oh, scheiße, Fleck drauf. Hast schon wieder geschlabbert. Ja. Wenn nicht ich, wer sonst? Ja, eben. Wie ist der Tag? Schön. Stressig? Doch, geht so. Geht so. Hat ja auch 2 Stunden dich gehabt, ne? Ja. So mehr oder minder. Ich kann das nicht haben, wenn es das reicht. Das musst du nicht. Du musst ja nicht da hinkommen. Guck mich an. Hallo André. Gut, aber Wattenscheid ist auch gestiegen. Da freue ich mich drauf, ja, ne? Auf die Saison. Ja. Da freue ich mich auch drauf. Guck mal nicht mal hin, aber genau. Bei dir kann man immer noch die Tickets kaufen. Ja. Und so einen anderen Krimskrams, ne? Genau. Ihr wisst ja Bescheid, Pottbude. Und gerade geht mal in der Kamera. Guck mal hier oben. Ihr seht halt jetzt ja, nur der Schleier kommt. Da hat sich das schon wieder drüber geschoben. Na, so ein Ärger. Ja, mein Silikon löst sich ab und hat sich dann vor die Kamera geschoben. Fand ich echt scheiße. Muss natürlich ausgerechnet heute sein. Muss ich kritisieren. So. So ist das. Hast du mein neues Schild schon gesehen? Habe ich schon gesehen, habe ich schon gerade gezeigt. Habe ich schon gezeigt. Ja. Ein kleiner Foto. Da kommt auch noch ein 09 Emblem drauf. Super. So. Dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß. Danke, Wattenscheid 09. Genau, danke Wattenscheid, dass du aufgeschieden bist. Bleib auch nee, so. Nee, nee, danke für den Aufkleber, den ich dann kriege. Ah, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Da geht der Schleier wieder nach oben. So, dann wünsche ich dir viel Spaß noch heute. Jawohl, danke schön. Und dann geht es schon gleich wieder mit dem gelben Zeug hier so weiter. Bisschen, ja. Ich darf nicht, ich habe ja schon hier Brombeeren. Hopfen-Extrakt. Ist gesund, ne? Da sind B-Vitamine drin. Ne? Auf jeden Fall. Ja, dann viel Spaß noch bei der gesunden danke. Ernährung. So, hier nochmal zum Schild. Und das war's von mir, von Connys Bütchen aus Wattenscheid-Leite. Bis dann.